Ja, ich freue mich auch, dass ich heute Abend, morgen und auch am Sonntag bei euch sein darf. Und diese Abende, wie schon erwähnt wurde von Thomas, sollen dazu dienen, dass ihr mich ein Stück weit kennenlernt und dass auch ich euch als Gemeinde kennenlerne. Deswegen freue ich mich, dass das an diesem Wochenende so möglich gewesen ist. Ganz besonders freue ich mich über das Anliegen, was ihr habt, dass ihr ganz bewusst eine Evangelisation machen wollt. Evangelisation heißt ja, man guckt, dass man Leute hierher bekommt, die Christus nicht kennen, die nicht bekehrt sind, und dass sie dann am Ende der Veranstaltung, am Ende der Predigt bewusst vor eine Entscheidung gestellt werden, ein Leben mit Jesus zu führen oder, um es mit einem Wort auszudrücken, Bekehrung, dass diese Menschen sich bekehren. Und da muss man ganz klar und deutlich sagen, das ist nicht immer ein großes Anliegen von vielen Gemeinden. Man kümmert sich um ganz, ganz viele Sachen, aber um diese wichtige Botschaft bewusst weiterzugeben, Menschen in die Nachfolge zu rufen, das ist nicht immer so ein Anliegen von ganz, ganz vielen Gemeinden. Ich weiß nicht, jeder andere sieht es anders. Wenn man so ein wenig so die Zeichen der Zeit betrachtet, wenn man die Nachrichten anschaut, dann gibt es eine Feststellung persönlich für mich, wie ich das so sehe, dass die Tür der Gnade sich langsam aber sicher schließt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese kostbare Zeit der Gnade auskauft, um die frohe Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir diese Tage auch im Herbst machen können. Ja, ich wollte heute so eine leichte Motivationspredigt machen über eine Person aus dem Alten Testament, über Hiskia, und habe das mal so in Frage gestellt: Hiskia, ein Evangelist. Und dann wollte ich gemeinsam mit euch in das Wort Gottes hineinschauen, um zu gucken, gibt es da Parallelen, Dinge, die wichtig für uns sind, um andere Menschen für das Evangelium zu erreichen. Aber bevor ich über Hiskia, den Evangelisten, spreche, möchte ich kurz über Christian Kutsch, den Evangelisten, einiges erzählen. Ich denke, ich werde es vielleicht am Sonntag ausführlicher machen, weil am Sonntag vermutlich 2 bis 3 Personen mehr anwesend sein werden. Gehe ich mal stark von aus, aber ich möchte heute diesen Abend auch nutzen. Mein Name wurde schon genannt, ich heiße Christian Kutsch. Ich werde dieses Jahr mittlerweile 44 Jahre alt. Ich habe im Jahre 2019 geheiratet. Im Jahre 2001 habe ich mich bekehrt. Und ausschlaggebend dafür waren sicherlich die Gebete meiner Großeltern, die über 20 Jahre dafür gebetet haben. Meine Eltern kommen nicht aus einem gläubigen, also meine Eltern kommen aus einem gläubigen Elternhaus, sind selber aber nicht zur Gemeinde gegangen. Aber meine Großeltern haben das gemacht und die haben mich ab und zu mal mitgenommen. Ich kann mich nicht so groß daran erinnern, was da gepredigt wurde, aber ich weiß, es gab Geschenke, deswegen war es vermutlich am Heiligabend oder um Weihnachten auf jeden Fall rum. Ich selber habe mich gar nicht so für Gott interessiert. Ich habe mich sehr schnell weltlichen Dingen zugewandt und war einer von denen, über die man sagen kann, der hat wirklich die Welt geliebt. Also das fing im Teenie-Alter schon an, ich musste mal viel erleben, ich musste raus, und das ging dann später so weiter, dass man immer in Diskotheken gegangen ist, auf irgendwelche Feiern, und man brauchte die modernsten Lieder und dementsprechend musste man sich irgendwie auch kleiden und man musste immer so dabei sein und irgendwie so viel wie möglich aus dieser Welt mitnehmen. Und im Alter von 17 habe ich etwas gemacht, was man eigentlich nicht so macht. Ich habe mal zur Bibel gegriffen und ich habe die im Bücherregal gesehen bei mir, über dem Fernseher war das, und plötzlich kam die Frage auf, was steht hinten eigentlich drinne? Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen, dann gab es einen Noah, einen Abraham, das wusste ich irgendwie, aber dann hat mich mal interessiert, was steht denn hinten in diesem Buch eigentlich? Und habe die Bibel rausgenommen, habe angefangen, eine Offenbarung zu lesen. Es gibt bessere Stellen, wo man anfangen könnte, aber ich habe dann die Offenbarung gelesen, fand es sehr interessant, auch wenn ich nicht so viel zuordnen und verstehen konnte. Und dann habe ich so Matthäus-Evangelium angefangen zu lesen, bis Offenbarung durch. Und dann dachte ich, ja, dann kannst du mal ganz von vorne anfangen. Habe ich 1. Mose angefangen zu lesen, auch durch. Und das Ganze ging so 4 Jahre, bis ich mal eine ganz wichtige Erkenntnis bekommen habe: ich bin schuldig vor Gott. Das habe ich so gelesen über 4 Jahre, aber was das persönlich für mich bedeutet hat, das habe ich bis dahin noch gar nicht gewusst. Und das kam dann im Jahre 2001, und dann habe ich mich bekehrt, auf keiner Evangelisation, ganz still zu Hause in meinem Zimmer. Und dann war ich auf dem schmalen Weg, und ich weiß nicht, wer die Erfahrung mit dem schmalen Weg hat, ist nicht immer so einfach, ne? Und habe ich mir auch gedacht, deswegen habe ich es nach 6, 7 Monaten sein gelassen. War eine ganz schlechte Idee. Der Herr weiß schon, wie er seine Kinder in Zucht nimmt. Ich hatte dann schwere Zeiten in meinem Leben, die haben aber letzten Endes dazu geführt, dass ich an einen Punkt geführt wurde von Gott, wo er mir ganz bewusst die Frage gestellt hat: willst du so weiterleben wie bisher oder willst du ganze Sache mit mir machen?
Das war mitten im Praktikum, wo ich bei Missionswerk Bruderhand war, wo ich seit dem Jahre 2012 bin. Davor habe ich 3 Jahre Bibelschule gemacht und das ist auch sehr interessant. Du kannst an alles glauben, was in der Bibel steht. Du kannst sogar zur Bibelschule gehen. Du kannst ein Praktikant in einem Missionswerk sein und du kannst ganz weit weg vom Herrn sein. Das ist alles möglich. Und da hat der Herr mich in Zucht genommen und hat er mir eine ganz besondere Stunde geschenkt und mich bewusst vor die Wahl gestellt. Mach ganze Sache mit mir oder lass das jetzt einfach so bleiben, weil so können wir beide nicht miteinander arbeiten. Und ich habe dann die gute Entscheidung getroffen, habe ganze Sache mit dem Herrn gemacht, durfte Buße tun über viele Dinge, die ich nach meiner Bekehrung falsch gemacht habe, über Jahre, was sich alles angesammelt hat. Und dann hat er sozusagen einen neuen Anfang mit mir gemacht. Und dann bin ich zum Missionswerk gekommen im Jahre 2011 als Praktikant und bin dann als Jahrespraktikant dort geblieben. Und seit dem November 2012 darf ich im vollzeitigen Verkündigungsdienst sein. Das ist ein ganz wunderbarer Beruf, man kommt viel rum, man kommt sogar Richtung Stuttgart des Öfteren auch. Man kommt ins Ausland, ich war in Paraguay, Bolivien, Ukraine war ich, Kasachstan, Schweiz, Österreich, ich weiß nicht, ob man das als Ausland bezeichnen kann, aber da war ich auch auf jeden Fall. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich auch heute hier sein darf. Und ich möchte mal gemeinsam mit euch eine Person jetzt aus dem Alten Testament anschauen, den Hiskia. Ich werde auch andere Stellen dazu haben, aber ihr müsst nicht unbedingt alle nachschlagen, dass das nicht so. Aber wer einen Notizblock dabei hat, der kann das gerne ein wenig aufschreiben. Ich möchte mal vorlesen aus 2. Chronik 29, möchte ich mal vorlesen. An diesen Text möchte ich so ein bisschen dran langgehen. Ich werde aber, wie gesagt, noch andere Stellen haben. Und ich finde immer das Interessante, dass Menschen aus dem Alten Testament, die haben ja vor zigtausend Jahren gelebt, aber die haben an ein und denselben Gott geglaubt, an den wir heute auch glauben, zu dem wir heute Lieder gesungen haben, zu dem wir heute gebetet haben. Das heißt, sie hatten im Prinzip eigentlich fast denselben Gottesglauben wie wir, nicht mit der ganzen Erkenntnis vom Neuen Testament, aber trotzdem haben sie an denselben Gott geglaubt wie wir. Und dieser Hiskia, er trat im Jahre 721 vor Christus auf, er war so circa 25 Jahre alt und sein Name bedeutet, und das ist ganz, ganz wichtig, sein Name bedeutet, meine Kraft ist Jahwe, also meine Kraft ist Gott. Und ich denke, diese Erfahrung, die haben wir Kinder Gottes auch gemacht, dass wir uns manchmal sehr kraftlos fühlen, dass wir manchmal genau wissen, ich komme an einen Punkt, ich komme an diesem Punkt nicht weiter. Und dann schaut man voller Vertrauen auf den Herrn und weiß ganz genau, in Gott ist meine Kraft. In mir manchmal nicht, aber in Gott ist meine Kraft. Und ohne Christus können wir nichts tun und seine Kraft wirkt in Schwachheit. Und genau das ist wichtig zu wissen für eine Evangelisation. Ich erlebe das manchmal sehr oft, auch so im Bekanntenkreis, da gibt es so Personen, für die betet man ganz lange, die bekehren sich einfach nicht. Kennst du das? Die sitzen da, die hören eine Predigt nach der anderen, die fangen an, die Bibel zu lesen, die sind bei jeder Evangelisation dabei, dann kommt der Aufruf und du weißt genau, wenn ich nicht gläubig wäre, ich würde mich jetzt bekehren und die sitzen da, die denken schon an das nächste Bundesligaspiel, die freuen sich, wenn der Gottesdienst bald vorbei ist, die sitzen völlig unberührt dort in den Bankreihen. Und da weiß man ganz genau, wir als Menschen können keine Bekehrung schenken. Das ist eine Sache, die ist ganz klar von Gott ausgehend. Und ich möchte mal so einige Verse dazu anführen. Einer, Johannes 16, Verse 8 und 9, da heißt es, ich lese mal vor. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Also da sagt Jesus Christus, es wird eines Tages dieser Heilige Geist kommen, in Johannes 16 wird es verheißen. Und eines der Aufgaben, die der Heilige Geist hat, er wird Menschen von seiner Sündhaftigkeit überführen. Ich habe schon erzählt, ich habe 4 Jahre die Bibel gelesen. Wisst ihr, wie viele Kapitel man am Tag lesen muss, um einmal durch die Bibel zu kommen? Das wisst ihr bestimmt. Was sagt ihr so? Ja, ich habe gehört 4, ich habe gehört 3, genau. Ich habe mal so geguckt, ich meine, es sind so 3,5. Also wenn du so circa 3,5 Kapitel pro Tag liest, dann kommst du in einem Jahr durch die Bibel. Ich habe 10 gelesen, ich habe 5 gelesen, ich habe 6 gelesen, ich habe 8 gelesen pro Tag. Das heißt also, ich hatte das Wort Gottes und ich hatte keine Sündenerkenntnis. Und dann auf einmal fing der Heilige Geist an und dann gab es gewisse Situationen in meinem Leben. Auf einmal merkte ich, Christian, das, was du jetzt tust, das ist falsch. Ich erzähle mal ein Beispiel. Ich bin eine weite Strecke gefahren und ich habe mich dann dran gewöhnt. Ich war noch gar nicht bekehrt. Ich wusste eigentlich gar nicht, was eine Bekehrung ist. Aber ich habe immer zu Jesus gebetet. Und dann wollte ich eine ganz lange Strecke fahren und dann habe ich mich ins Auto gesetzt.
Ich habe den Zündschlüssel betätigt und dann kurz davor habe ich dann gebetet, Herr Jesus, ich habe jetzt eine ganz lange Strecke, sei du auf meinem Beifahrersitz, sei du dabei und bewahre mich die Fahrt, habe ich gebetet. Und dann habe ich Amen gesagt und dann wollte ich sofort mit meiner rechten Hand an das Radio und meine Musik anmachen, die ich immer gehört habe. Und ich habe keine Predigt von Roger Liebe gehört über Musik. Aber in dem Augenblick wusste ich eins, sitzt Jesus neben mir, will er nicht, dass ich das höre. Woher kommt sowas überhaupt? Das heißt, ein Überführtsein durch den Heiligen Geist von seiner Sündhaftigkeit. Und dann bin ich 100 Kilometer gefahren, ohne meine Musik zu hören und ich staune, ich bin tatsächlich angekommen. Es war alles kein Problem. Aber da habe ich eine Sache gemerkt, der Heilige Geist überführt den Menschen von Sünde. Und wenn eine Evangelisation da ist, dann muss der Heilige Geist wirken und den Menschen von seiner Sündhaftigkeit überführen. Und das Zweite, was dann passiert, das haben wir gerade gesungen, Jesus dir nach, weil du rufst. 2. Timotheus 1,9 heißt es, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Das ist das, was ein Mensch spürt, wenn er eine evangelistische Predigt hört, wenn er vom Heiligen Geist überführt wird und wenn er genau weiß, ich muss mich für Jesus Christus entscheiden. Dann geht dieser Ruf Christus an diese Person heran. Und dann drittens, ganz wichtig, niemand kann zu ihm kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Da kannst du noch auf diese Person einreden, wie du willst. Der Vater muss den Menschen ziehen. Johannes 6, 44. Und dann muss der Mensch sich ganz bewusst entscheiden. Apostelgeschichte 3, 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Das heißt, bevor ein Mensch sich bekehrt, gehen einige Dinge voraus. Und ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Wir können es nur zum Stück weit beeinflussen, und zwar durch das Gebet. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir als Christen innerhalb einer Evangelisation tun können, dass wir ganz bewusst für Menschen beten. Und ich will euch mal herausfordern, schreib mal eine Liste auf und auf diese Liste machst du drei Namen, wenigstens drei Namen. Und du fängst ab heute an, ganz bewusst für diese drei Personen zu beten, mit dem Blick auf die Tage der Evangelisation. Wäre gut, wenn die sich vorher bekehren, aber einfach mal ganz bewusst mit dem Blick auf diese Tage der Evangelisation, ganz bewusst für drei Personen zu beten. Ich möchte mal den zweiten Vers vorlesen über diesen Hiskia und da steht nämlich in Vers 2, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Wenn wir das mal auf die Zeit jetzt beziehen, auf die Zeit des Neuen Testaments, wie würde ein Mensch aussehen, der das tut, was dem Herrn wohlgefällt? Zunächst mal muss man sagen, er hätte eine wunderbare Beziehung zum Wort Gottes. Also er würde in seinem Alltag diese Zeit einbauen, dass er wirklich Zeiten im Wort Gottes verbringt. Er könnte nicht damit zufrieden sein, dass er wenig Bibel liest, dass er mal flüchtig die Bibel liest, sondern jemand, der dem Herrn wohlgefällig ist, der will sich wirklich in das Wort Gottes versenken. Der muss in dem Wort Gottes zu Hause sein, der will es auf keinen Fall verpassen, dass er irgendwie schludrig mit dem Wort Gottes umgeht. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo man sagen kann, das ist etwas, was dem Herrn wohlgefällt. Er ist zu Hause im Wort Gottes, er verbringt im Alltag Zeiten in dem Wort Gottes. Eine zweite Sache, er hat eine tiefe Beziehung zu Jesus Christus. Und er wird alles Mögliche daran setzen, dass diese Beziehung erhalten bleibt. Also wenn irgendetwas zwischen ihm und Jesus kommt, setzt er alles Mögliche daran, dass er diese eine Sache ausräumt und dass er in einer wunderbaren Beziehung mit seinem Herrn lebt. Und dann natürlich, er befolgt einfach das, was der Heilige Geist ihm offenbart. Also er ist ein Mensch, der im Heiligen Geist wandelt, wie es Galater 5, Vers 16 geschrieben steht, wandelt im Heiligen Geist. Und eine Folge davon, wenn er nämlich das tut, er möchte Menschen für Jesus Christus gewinnen. Der berühmte, bekannte John Wesley sagte mal Folgendes, je mehr ein Mensch vom Leben aus Gott erfüllt ist, desto mehr wird er um die besorgt sein, die noch ohne Gott leben. Das ist eine ganz natürliche Folge, wenn ich in einer unbetrübten Gemeinschaft mit Jesus lebe, wenn ich mein Leben auf das Wort Gottes baue, wenn ich im Heiligen Geist wandle, dann möchte ich auch andere Menschen für Jesus Christus gewinnen. Dann weiß ich ganz genau, was es bedeutet, wenn diese Menschen eben ohne Jesus Christus auf ewig verloren gehen. Ich habe das manches Mal erlebt bei einer Evangelisation, kurz bevor die Veranstaltung ist.
Da macht man so eine Gebetszeit und dann kommen da, meistens sind das dann Frauen, und dann beten die ganz inbrünstig für ihre Nachbarin, also noch nicht mal für die Verwandten, dann beten die so inbrünstig, weil die genau wissen, die gehen ewig verloren, und dann fangen die während des Gebets an zu weinen. Dann habe ich gedacht, wow, das muss wirklich eine glühende Retterliebe sein, wenn ich so inbrünstig für einen Menschen bete, mit dem ich noch nicht mal verwandt bin, dass mir wirklich dabei die Tränen kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir im Gebet für Menschen eintreten und dass wir auch diese Menschen im Gebet vor den Thron der Gnade bringen. Und was macht man dann? Jetzt schauen wir mal den dritten Vers an. Da heißt es nämlich, er tat auf die Türen am Hause des Herrn. Und jetzt habe ich einen ganz großen Vorteil. Ich bin kein Bibellehrer, sondern nur ein Evangelist. Und den Vorteil, den Evangelisten haben, die legen etwas in den Text hinein, was der Text eigentlich gar nicht sagt. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich möchte einfach mal sagen, bei diesem Vers, er tat auf die Türen am Haus des Herrn, er ebnete Menschen den Weg zum Haus Gottes. Also du kannst ein Wegbereiter sein für Menschen, dass sie hierher kommen. Du kannst auf irgendeine Art und Weise dafür sorgen, dass diese Tür von diesem Gemeindehaus für andere Menschen geöffnet wird. Und diese Möglichkeit, zum Haus des Herrn zu gelangen, das ist ganz, ganz wichtig für eine Evangelisation. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst während der Evangelisation, nämlich Menschen hierher zu bringen, die Gott gar nicht kennen. Und eine Sache muss uns ganz bewusst sein, wir sind für die Welt, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen, wir sind ganz komische Leute. Und dieser Schritt, von der Straße hierher zu kommen, das ist für die Menschen ein ganz, ganz großer, gewaltiger Schritt. Ich habe das so oft erlebt bei manchen Evangelisationen. Da wurden viele Einladungen gedruckt, die wurden dann verteilt. Man hat die Gebiete aufgeteilt in den Regionen, wo man wo was verteilt. Und ich kann mich an eine Stadt erinnern, die ist hier ziemlich in der Nähe. Ich glaube, die haben 20.000 Einladungen verteilt und es kamen 2 Personen. Aber diese 2 waren wahrscheinlich gläubig und haben das durchs Internet, durch unsere Homepage erfahren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand den Briefkasten aufmacht und zwischen Aldi und Lidl eine Einladung für diese Evangelisation findet und dann alles Mögliche daran setzt, um hierher zu kommen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Die meisten Personen, die kommen und sich bekehren, das sind Menschen, die haben Beziehung hier zu diesen Leuten aus der Gemeinde. Und dann haben sie eine Hemmschwelle weniger, um hierher zu kommen. Und wenn du einer bist, der irgendjemanden kennt, der irgendwie jemanden einladen kann, dann kannst du Folgendes machen. Du kannst sagen, weißt du, an dem und dem Tag, das ist ein interessantes Thema, ich möchte auch kommen, ich kann dich gerne mitnehmen. Ich kann dich auch von zu Hause abholen oder wir können danach auch zu mir nach Hause, wir können da noch ein bisschen was essen oder irgendwie den Leuten die Möglichkeit leicht machen, dass sie wirklich an einem von diesen Abenden herkommen. Und wenn so etwas ist, so eine Veranstaltung wie eine Evangelisation, dann kann man auch ruhig ein bisschen fordernd sein. Ich möchte mal eine Stelle vorlesen, die hat Jesus selber als Beispiel genommen. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir 3 Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Wir dürfen ein Stück weit unverschämt sein in Tagen der Evangelisation. Aber bitte mit ganz, ganz viel Weisheit. Und ich denke, wenn Jesus uns so ein Beispiel in dem Wort Gottes hinterlässt, dann ist das etwas, was wir ruhig für uns persönlich annehmen können. Dann dürfen wir um Weisheit bitten und dann können wir ein Stück weit Personen bedrängen und sagen, weißt du, komm, lass uns doch an einem Abend zu dieser Veranstaltung hingehen. Ich kenne ein Beispiel von einer Frau, die war gläubig, der Mann nicht, und sie wollte unbedingt, dass er kommt. Er hat so einige Ausreden gefunden und gesagt, ja, ich muss noch duschen und sonst was. Und die Frau, ja, ich weiß, trotzdem, ich warte und wir fahren danach zu der Veranstaltung. Und dann ist er an dem Tag gekommen und er hat dann wirklich sich auch an dem Tag bekehrt. Und ich weiß, dass es manchmal immer ein Stück weit Überwindung ist, dass man vor verschlossenen Türen bei Menschen steht und genau weiß, die haben überhaupt keine Lust, die haben andere Planungen für den Abend, aber die wollen sicherlich nicht eine Predigt hören. Aber wir dürfen um Weisheit bitten
Und wir dürfen ein Stück weit biblische Unverschämtheit aufbringen, um diese Menschen hierher zu bringen. Es gibt Menschen, die haben ganz, ganz viel Eifer für gewisse Dinge. Da gibt es in der Stadt Leute, die haben so einen Stand, gibt es von verschiedensten, die wollen irgendetwas verkaufen. Dann steht das Deutsche Rote Kreuz da, dann stehen irgendwelche anderen Leute da, dann gibt es Leute, die wollen dir einen Handyvertrag andrehen. Und bei diesen Leuten habe ich immer das Gefühl, die sind ein Stück unverschämt. Ich habe das selber mal kennengelernt, wie einer ein bisschen unverschämt war, weil ich das nicht unterschreiben wollte, was er mir geben wollte. Aber da habe ich gedacht, schau mal, das sind Menschen, die bieten irdische Dinge an, die vielleicht sogar Betrug sind, die keinen Wert haben und sonst was. Aber das, was wir haben, das ist die wichtigste und beste Botschaft der Welt. Und die Bibel hat gesagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann können wir ein Stück weit diese Leute ein bisschen bedrängen unter Gebet und können wirklich sagen, weißt du, an einem Abend komm einfach mal vorbei. Und jetzt die Frage an dich, wirst du während der Evangelisation jemand sein, über den man sagt, er tat auf die Türen am Haus des Herrn? Ich habe eine wunderbare Erfahrung in einem kleinen Dienst gehabt. Es war eine kleine Gemeinde, die war auch irgendwo hier in den USA. Ich nenne das immer unterster, südlichster Abschnitt USA. Das ist irgendwo auch hier unten. Und das war eine ganz kleine Gemeinde. Es waren nicht viele Leute da. Und dann habe ich gesagt, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheiden möchtest, ich gehe da hinten in den Seelsorgeraum und du darfst dann gerne hinterherkommen. Und dann bin ich dorthin gegangen, habe einige Minuten gewartet. Es kam niemand und dann kam jemand, und zwar eine Frau aus der Gemeinde, und die hatte eine andere Frau dabei im Schlepptau. Und die hat diese Frau sozusagen in den Seelsorgeraum geführt. Danach gab es Kaffeekuchen, man hat sich unterhalten, sie hat sich mit dieser Frau unterhalten, merkte während des Gesprächs, ich glaube, diese Frau ist suchend, und hat dann einfach zu ihr gesagt, lass uns doch einfach mal zu dem Prediger hin und stell ihn doch einfach mal die Frage, komm, ich begleite dich. Und dann hat sie die so ein bisschen genötigt, dann sind sie da reingekommen und wir unterhalten uns, und während des Gesprächs, nach so 10 Minuten, merkte ich, die ist kurz vor der Entscheidung. Und dann habe ich sie einfach bewusst gefragt. Und dann hat sie es wirklich ja gesagt und dann hat sie sich bekehrt. Und am nächsten Tag kam genau diese eine Frau und hatte noch eine andere Frau im Schlepptau. Ich weiß nicht, warum das immer Frauen sind, aber das war in der Gemeinde so. Und dann hat sie auch wieder eine mitgebracht. Und diese Frauen wären ohne diese Frau gar nicht dorthin gekommen. Die hätten sich gar nicht getraut. Aber die hat das gesehen, die hat das gemerkt, die hat einen Blick dafür gehabt. Und dann hat sie ein bisschen genötigt und sagt, komm, wir gehen mal rein. Der kann das besser beantworten als ich. Den kannst du ruhig fragen, wir bezahlen den sogar dafür. Und dann ist er reingekommen und auch diese Frau hat sich an dem Tag dann bekehrt. Und da habe ich gedacht, wow, also wenn die nicht in der Gemeinde wäre, dann hätten diese Frauen sich gar nicht bekehrt. Die wären ja gar nicht dort reingekommen. Und da habe ich gedacht, das ist eine Frau, die hat wirklich die Türen zum Haus des Herrn oder zum Seelsorgeraum auf jeden Fall geöffnet. Ich möchte uns mal einen ganz herausfordernden Vers vorlesen oder zwei. Der erste ist 2. Korinther 4, Vers 6. Ich lese ihn mal vor. Denn Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, und jetzt kommt's, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das ist ein absolut herausfordernder Vers. Ich lese die eine Stelle nochmal. Dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Da sind Menschen, die beobachten dich, die sehen deinen Lebenswandel, die sehen, wie du in bestimmten Reaktionen reagierst und was erkennen sie? Das muss wirklich ein Christ sein. Und das ist eine absolute große Herausforderung. Ich möchte nochmal einen Vers vorlesen, der ist jetzt nur an Frauen gerichtet. Aber ich weiß genau, das gilt uns Männern auch so. 1. Petrus 3,1. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Da steht die Frau nicht in der Küche zwischen Thermomix und Salat und macht eine 45-Minuten-Predigt und macht dann im Anschluss einen Aufruf, sondern der Mann beobachtet die Frau im Alltag und das bringt ihn zum Nachdenken und das bringt ihn letzten Endes zur Bekehrung. Ohne Worte können wir Menschen für Jesus Christus gewinnen. Ich habe mal einen kennengelernt auf einer Männerfreizeit, die haben bei uns am Missionswerk eine Freizeit gemacht und dann kommt man ins Gespräch und dann frage ich ihn, wie bist du so zum Glauben gekommen? Ja, meine Frau hat sich bekehrt, ich habe sie nicht gut danach behandelt
mich öfters lustig gemacht, war gar nicht gut, aber ich habe gesehen, wie sie reagiert hat. Und das hat diesen Mann überzeugt. Der fing an nachzudenken und letzten Endes hat dieser Mensch sich bekehrt. Wir haben eine Evangelisation gehabt bei uns in der Gemeinde und dann kam ein Ehepaar, die haben sich bekehrt und dann frage ich die immer, ja, wie kam der Kontakt zur Gemeinde, kennt ihr jemanden, wie kommt ihr hierher? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben eine Frau kennengelernt, ich weiß jetzt auch nicht wo, die ist hier in der Gemeinde, und wir wollten den Gott kennenlernen, an den diese Frau glaubt. Also die Frau hat durch ihr Lebenswandel, hat sie die Menschen so neugierig gemacht, dass die gesagt haben, wir möchten diesen Gott kennenlernen, an den diese Frau glaubt. Und dann hat diese Frau die Tür geöffnet, hat sie mitgenommen und dieses Ehepaar saß dort, hat das Evangelium gehört. Und als dann dieser Aufruf zur Entscheidung kam, haben diese beiden sich bewusst für ein Leben mit Jesus Christus entschieden. Aber da habe ich gedacht, was für eine starke Aussage. Wir wollen den Gott kennenlernen, an den diese Frau glaubt. Die haben einige Probleme gehabt, die Frau hat das gewusst, sie hat die Lasten geholfen zu tragen, das war ein gewaltiges Zeugnis und dann kam auf einmal diese Neugier, woher nimmst du diese Kraft? Wie kann das sein, dass du so einen Lebenswandel führst? Wir wollen auch diesen einen Gott kennenlernen und das ist absolut gewaltig. Und da müssen wir sagen, in dieser Sache versagen, Stimme versagt, da versagen wir sehr, sehr oft. Und das, was wir dann nötig haben, wir müssen die Türen ausbessern. Und das ist auch genau das, was dieser Hiskia macht im nächsten Vers. Er besserte die Türen aus. Das heißt also, er machte die Türen breiter, er machte sie besser, er machte sie attraktiver, er machte sie schöner. Die Menschen haben das gesehen und dann wurde der Weg zum Haus des Herrn für diese Leute leichter gemacht. Und das ist das mit einem Wort zu bezeichnen, ein Heiligungsprozess. Wahrscheinlich habt ihr sehr oft diesen Satz gehört, ja, ja, ich kenne diese Gemeinde. Kennst du das? So abfällig. Ja, ja, ich kenne diese Christen. Mir braucht keiner was von denen erzählen. Die kennen nicht die Gemeinde, die kennen auch nicht Christus, die kennen eine Person aus der Gemeinde. Und die lebt vielleicht nicht gerade im Geist, die hat vielleicht nicht die beste Beziehung zum Herrn. Und diese Leute beobachten diese eine Person und sie schließen daraus, so ist die ganze Gemeinde und so ist auch dieser Jesus Christus. Aber das stimmt ja letzten Endes nicht. Und das ist die Gefahr, in der wir stehen. Wir können Türöffner sein, aber wir können auch Stoppschilder zur Gemeinde sein. Und ich möchte mal eine Stelle vorlesen, das ist in 2. Chronik 28, über einen, der wirklich so ein Stoppschild gewesen ist. Ich möchte mal vorlesen, 2. Chronik 28, ab Vers 24. Und Ahas nahm die Geräte des Hauses Gottes weg und er zerbrach die Geräte des Hauses Gottes und er verschloss die Türen am Haus des Herrn und machte sich Altäre an allen Ecken von Jerusalem. Und in jeder einzelnen Stadt Judas machte er Höhen, um anderen Göttern zu räuchern. Und er reizte den Herrn, den Gott seiner Väter, zum Zorn. Das fand ich einen sehr interessanten Satz. Und er verschloss die Türen am Haus des Herrn. Und in dieser Gefahr stehen wir immer. Danke dir. Jawohl. Becher kalten Wassers wird belohnt. Ich habe ein Glas. Und deswegen die Frage ganz persönlich an dich hier aus dieser Gemeinde. Wirst du in den Tagen der Evangelisation jemand sein, über den man sagen kann, er öffnete die Türen zum Haus des Herrn? Oder wirst du vielleicht jemand sein, über den man sagen kann, nein, dieser ist eher ein Stoppschild gewesen. Und das ist eine Sache, das darf nicht passieren. Ich lese mal vor Titus 1,16, da heißt es nämlich, sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Das ist eine Gefahr, in der wir auch als Christen stehen. Wir sagen, wir kennen Gott, aber die Leute schauen unser Leben an, sie gucken unseren Lebensstil an und eigentlich durch das, was wir tun, sichtbar nach außen, müssen wir zugeben, verleugnen wir eigentlich unseren Herrn. Ich lese Vers 5 vor. Hiskia bahnte den Weg zum Haus des Herrn und er unterwies auch Menschen. Und er sprach zu ihnen, hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Gottes eurer Väter und schafft das Unreine aus dem Heiligtum. Die Bibel sagt, in dem Augenblick, wenn ich zum Glauben gekommen bin, wurde ich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und was hat Gott aus meinem Leib gemacht? Er hat einen Tempel des Heiligen Geistes gemacht. Und jetzt besteht unsere Aufgabe, einer der Aufgaben, die wir haben, dass wir das Unreine aus diesem Tempel heraustragen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt so einige Beispiele in der Bibel, wo Menschen gewisse Dinge geduldet haben und das ist zu einem ganz, ganz großen Schaden geworden. Ich beeile mich mal ein bisschen, die Zeit ist schon ein bisschen vorgerückt. Es gibt einen, der hieß Achan. Kennt ihr die Geschichte aus Josua 7, meine ich?
Da sollten die ein Volk erobern, sie sollten alles Gebannte, sollten sie dem Herrn weihen, sie sollten sich trennen davon, sie durften es nicht annehmen. Und dieser Achan hat eine Sache gesehen, das hat ihm gefallen und das hat er für sich genommen. Und als die Israeliten dann zum nächsten Krieg gegangen sind, haben sie eine Niederlage erlebt. Und dann haben die sich die Frage gestellt, wie kann das eigentlich sein? Wir verstehen das nicht, wie kommt das Ganze? Und dann haben sie angefangen, den Herrn zu fragen und dann hat der Herr ihnen ganz klar gesagt, wisst ihr, ich habe euch ein Gebot gegeben, ihr solltet nichts Gebanntes mitnehmen. Aber unter euch gibt es einen einzigen, der hat das getan. Und das ist dieser Achan gewesen. Und diese eine Sünde war für einen ganz großen Nachteil für das gesamte Volk Israel an dem Tag, als sie ausgezogen sind in den Kampf. Jetzt gibt es natürlich folgendes Problem. Ich kann nicht eine Geschichte aus dem Alten Testament einfach in die Zeit des Neuen Testaments reinlegen und kann sagen, so, pass auf, nichts passiert, war ganz komisch, einer von euch hat eine Sünde geduldet. Das kann man natürlich nicht machen. Aber eine Sache ist uns ganz klar. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeiten. Der Charakter Gottes aus dem Alten Testament, der ist gleich geblieben. Und Gott wird im Leben seiner Kinder keine Sünde dulden. Und deswegen ist es ganz wichtig, gerade für die Tage der Evangelisation, dass wir Menschen erreichen wollen, dass wir selber in einer Klarheit mit dem Herrn leben. Schauen wir mal Vers 11 an, was der Hiskia noch sagt. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, dass ihr zum Dienst vor ihm stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer bringt. Also Hiskia hat so einen heiligen Anreiz gegeben. Der hat gesagt, erstmal, ich öffne die Tür zum Haus des Herrn, Leute sollen rein, ihr sollt euch heiligen und dann, jetzt seid nicht lässig und jetzt macht den Dienst einfach für den Herrn. Und dann gibt es noch einen Vers und das ist ganz, ganz wichtig, Vers 12. Da machten sich die Leviten auf. Also er hat gesagt, seid nicht lässig, macht den Dienst des Herrn und was passiert? Da machten sich die Leviten auf. Verse 15 und 16. Sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich und gingen hinein, um das Haus des Herrn zu reinigen, wie der König nach dem Wort des Herrn geboten hatte. Die Priester aber gingen hin in das Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen und taten alles Unreine, das im Tempel des Herrn gefunden wurde, auf den Vorhof am Haus des Herrn. Und die Leviten nahmen es und trugen es hinaus an den Bach Kidron. Also dieser Hiskia hat dafür gesorgt, dass es innerhalb des Volkes zu einer ganz, ganz großen Reinigung und Heiligungsbewegung gekommen ist. Und jetzt motiviert er nochmals Menschen. Und das möchte ich auch nochmal ganz speziell auf die Tage der Evangelisation auslegen. Da heißt es nämlich, und Hiskia sandte hin zu ganz Israel und Juda und schrieb Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie zum Hause des Herrn nach Jerusalem kommen sollten, Passa zu halten dem Herrn, dem Gott Israels. Das heißt also, es wurden offizielle Einladungen gemacht, diese wurden Menschen gegeben und die hatten einen Auftrag, wir gehen jetzt hin und laden Menschen ein, dass sie zum Haus des Herrn kommen. Das ist genau das, was während einer Evangelisation getan wird. Also hier kann man sagen, Einladungen wurden verteilt und die Botschaft hieß, 2. Chronik 30, Vers 6, kehrt um zu dem Herrn. Und das ist auch das, was ich predigen werde. Am Ende meiner Predigt wird immer rauskommen, tut Buße und bekehrt euch. Also wenn du sagst, das ist keine gute Botschaft, ich möchte, dass du immer am Ende sagst, Gott liebt alle Menschen und er wird dich auch retten, egal wie du lebst, dann lad keine Leute ein. Weil meine Botschaft am Ende der Predigt wird immer sein, tu Buße und bekehr dich. Tu Buße und bekehr dich. Das ist der Inhalt meiner Botschaft, die ich machen werde. Und genau das hat Hiskia auch gemacht. Die Botschaft lautet, kehrt um zu dem Herrn. Und jetzt schauen wir mal die Reaktion. Jetzt bin ich gleich schon am Ende. Vers 10. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen im Lande Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon, aber die verlachten und verspotteten sie. Das ist eine Sache, die kann passieren, wenn du Einladung für die Evangelisation weitergibst. Die Leute werden dich verlachen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe eine Evangelisation gehabt, ich habe gepredigt und so ungefähr hier so in der Reihe saß eine Frau, die hat ständig mit dem Kopf geschüttelt. Ich weiß nicht, ob sie da epileptische Anfälle hätte oder die hat dann immer irgendwie so geschüttelt und dann habe ich gedacht, was ist eigentlich ihr Problem? Erstens, wenn sie nicht an einen Gott glaubt, ist völlig egal, was ich predige, das juckt sie doch gar nicht. Oder zweitens, sie ist ein Kind Gottes, dann ist doch alles gut. Dann kann einer über die Hölle predigen, der kann über den Himmel predigen, der kann über alles predigen. Wenn ich ein Kind Gottes bin, habe ich die Heilsgewissheit fertig, ganz einfach. Oder die dritte Option, sie ist nicht bekehrt und das stört sie, was ich sage.
Und das war wahrscheinlich der Fall. Sie sitzt dort, sie hört auf einmal, nein, das Leben ist nicht in Ordnung vor Gott, so kannst du nicht gerettet werden, du musst umkehren, du sollst dich für Jesus entscheiden. Und dann sitzt die Frau dort und denkt sich, nee, das kann ich eigentlich nicht machen. Und das war wahrscheinlich der Grund, weshalb sie die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt hat. Und dann kommt jetzt eine ganz tolle Reaktion, Vers 11. Doch einige von Asa und Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Das ist toll, oder? Dann gibt es Leute, die bekehren sich. Dann gibt es Leute, die verstehen das. Da sitzen Leute in der Reihe, die stört das total, was du sagst. Habe ich auch schon mal gehört. Ich habe auf YouTube ein paar Videos und was da für komische Kommentare sind, da denkt man, Mann, Leute, ja, das stört die einfach, was du sagst. Aber dann gibt es einige, die hören das und die verstehen das. Und die bekehren sich an dem Tag. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Doch einige von Asa und Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Wir haben einen Bruder in der Gemeinde, der betet immer fast dasselbe und das heißt dann immer, Herr Jesus, rette, was sich retten lässt. Und das ist auch für unsere Tage der Evangelisation so. Ich sage es gleich, wir brauchen keine große Erweckung erwarten. Das brauchen wir nicht. Aber das, was sie uns wünschen, es sollen Menschen hier hinkommen, die sollen das Wort Gottes hören. Und die sollen sich dann für Jesus entscheiden. Vielleicht auch nicht an dem Tag, aber vielleicht ist das ein weiterer Baustein. Und das nächste Mal hören sie nochmal eine Predigt, das nächste Mal kriegen sie ein Traktat. Und auf einmal macht es Klick und das war der letzte Schritt, den sie gebraucht haben. Und dann werden diese Menschen sich bekehren. Ein bekannter Prediger sagte einmal, ein Evangelist, weil man fragt immer sehr oft, ja, was denn so nach einer Evangelisation passiert, wie viel kam denn da und was passierte dann? Und er sagte dann, hier unten zählen die Zahlen. Aber oben zählt nur die Treue. Das ist einfach so. Lass uns treu diesen Dienst machen. Lass uns wie Hiskia sein, jemand, der die Türen zum Haus des Herrn öffnet. Lass uns Einladungen verteilen. Lass uns Zeiten im Gebet für Menschen verbringen. Und lass uns dann hoffen, dass da einige sind, die hier hinkommen und die eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus treffen. Weißt du, wenn du einmal vom Herrn stehst, da wirst du nicht unbedingt sagen können, ja, wir haben evangelisiert, aber hatte sowieso keinen Sinn. Ich habe auch jetzt keinen eingeladen. Hätte sich sowieso keiner bekehrt. Das ist nicht gut. Aber der Herr wird sagen, wenn du jemanden eingeladen hast, du hast für ihn gebetet, er kam, hat sich nicht bekehrt, das ist nicht deine Sache. Ich habe dir wenig gegeben, handel einfach mit dem, was du bekommen hast. Und das ist das, was der Herr von uns verlangt. Ich werde jetzt noch zum Schluss ein Gebet sprechen, sind wir schon zum Ende angekommen. Ihr könnt aufstehen dazu, haben lange gesessen, ich stehe ja auch. Jesus Christus, wir danken dir für die Möglichkeit, dass wir hier in Deutschland das einfach machen können, dass wir bewusst Einladung aussprechen dürfen, dass wir bewusst von dir predigen können, dass wir hier so ein Gebäude überhaupt haben, einen Gottesdienst, dass wir uns in Freiheit treffen dürfen. Und wir möchten beten, dass wir diese kostbare Zeit der Gnade auskaufen. Herr, du siehst die Tage im Herbst, wenn wir evangelisieren möchten. Wir möchten beten, dass du jedes einzelne Gemeindemitglied motivierst, dass man selber auf sein Leben schaut, dass man die Türen ausbessert, dass man jemand ist, der die Türen zum Haus des Herrn öffnet in dieser Zeit und dass man wirklich auch Menschen vor Augen hat, für die man wirklich konkret betet, denen man Einladung gibt und dass man wirklich hofft und bangt, dass bei diesen Menschen in diesen Tagen was passiert. Danke, Herr, dass du es der Gemeinde aufs Herz gelegt hast, dass sie diese Tage machen können und wir erwarten auch, dass du in diesen Tagen wirkst. Amen.